Good morning, Duisburg! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier aus dem freien Wildgarten, irgendwo in Rummelkaltenhausen, wo wir vielleicht auch am Arsch der Welt, aber für uns ist es das Zentrum von Duisburg. Kräuterfans, liebe Freundin der gehobenen Küche, hier machen wir heute etwas, was wirklich genial ist. Es ist vielleicht fast trivial, des Deutschen liebstes Stadiongemüse. Und es geht heute um die Currywurst! Natürlich wisst ihr, dass wir irgendwie im Naturgarten hier alle Dinge irgendwie komplett anders machen. Um eine Wurst zu machen, musst du eigentlich gar kein Fleisch verwenden. Du kannst es auch anders machen. Es geht einfach nur um das Gewürz. Und da machen wir gar nichts anders, sondern das machen wir genauso wie ein Metzger auch. Was wir dabei haben, Gluten, das ist Weizen, Eiweiß. Viele sind dagegen irgendwie unverträglich. Man kann es allerdings ersetzen durch Lupinenmehl. Man kann es allerdings auch ersetzen durch Kichererbsenmehl. So, und dann gibt es natürlich den Koriander, der ist irgendwie auch sehr berühmt drin. Der Knoblauch ist sowas von wichtig dabei. Den Kreuzkümmel, den könnt ihr auch noch verwenden. Auf jeden Fall ist natürlich Salt, also Salz drin. Ein bisschen Muskatnuss. Das sind unsere Stars heute. Es geht um die Brennnessel, weil alles, was wir machen, ist natürlich einfach nicht nur pur vegan oder irgendwas, sondern es geht um Wildpflanzenpower. Das ist die Eberraute, die kennen vielleicht viele noch nicht, auch bekannt als Cola-Kraut und inzwischen irgendwie sehr beliebt, weil man da draus nämlich auch Cola machen kann. Da die Currysoße auch einen Bestandteil von Cola hat, werden wir die heute verwenden. Es ist irgendwie total easy, also ihr wisst ja, Brennnessel von unten gepackt, da piekst gar nichts, weil da sind nicht diese Stechhaare. Nur oben, da piekst es. Und wenn ihr die so gepflückt habt, könnt ihr irgendwie machen, ohne euch irgendwie dabei weh zu tun. Einfach hier so entlang streichen und einfach die Blätter ernten. Das piekst hier irgendwie alles auch irgendwie gar nicht mehr so grad. Ihr könnt sehen, tut jetzt auch nicht weh, ich kann die schon so anpacken. Ich tue die mal kurz beiseite, weil für das Rezept reichen auch getrocknete Brennnesseln. So, aber bevor wir jetzt irgendwie mit den ganzen Ingredienzen und den Kräutern anfangen, fangen wir erstmal mit einer Ultima Ratio Ingredienz hier an, das ist die Zwiebel. Ich liebe sie und zwar nicht nur für die Currywurst, sondern auch für die Currywurstsoße. Einfach auf einem Drittel irgendwie einschneiden, weil dann ist die einfach auch stationär sozusagen. Und dann kann man relativ schnell, wenn das Messer schön geschärft ist, hier durchgehen. Meine Mutter hat mir letztens sowas geschenkt, das kann man auch ausprobieren. Das ist so ein Zwiebelschneider und den finde ich so genial. Ich habe den so selten eingesetzt. Und wollen wir einfach mal probieren, ob das jetzt noch schneller geht. Ich hätte jetzt irgendwie noch 10 Sekunden weitermachen können. Das Ding ist jetzt kein Affiliate-Link hier, ne? Das Ding ist wahrscheinlich für 4,95 Euro oder sowas zu haben. Wow! Zum zweiten Mal benutzt und immer wieder eine Offenbarung. Hier habe ich schon ein bisschen was vorbereitet an Zwiebel. Die habe ich dann einfach mit der Hand geschnitten. Einmal schön sauber machen, sowohl für die Currysoße als auch für die Bratwurst müssen wir natürlich diese Zwiebeln. Wie das hier brutzelt.
Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Wurstmasse. Weil wie mache ich irgendwie vegane Wurst? Also wie mache ich irgendwie Wildpflanzen, Naturgarten, Duisburger Wurst? Ganz einfach. Natürlich, und das kennen wir aus der asiatischen Küche, kommt da Seitan dazu. Seitan ist die Bezeichnung, die kommt aus dem Japanischen für Weizengluten. Gut, okay, zugegeben, es gibt ein paar Leute, die sind gegen Weizengluten. Gegen Gluten sind die unverträglich. Man kann das ersetzen. Ich habe hier irgendwie so eine normale Küchenmaschine. Das ist einfach irgendwie eine schnöde Küchenmaschine von Philips. Gibt es hier so einen Kutteraufsatz. Ne? Der ist irgendwie ganz easy. Und das ist genauso wie irgendwie in einer Fleischgroßküche oder irgendwas. Den werden wir dazu verwenden. Ihr könnt es theoretisch natürlich auch mit den Händen kneten und so. Ne? Wir nehmen circa 70% einfach nur von dem Weizenkleber. Den mache ich jetzt hier so in die eine Ecke. Also es ist durchaus eine geballte Menge. Nicht geizen damit. Also übertreibt bitte nicht, gerade vegane Geschichten werden dann häufig irgendwie mit wahnsinnig viel Gewürz gemacht. Zwei oder vielleicht 1,5 Teelöffel Salz. Auf 300 bis 350 Gramm Gluten. Es kommt dazu jetzt noch ein bisschen Lupinenmehl. Ihr könntet statt Lupinenmehl, das ist ja auch sehr eiweißhaltig, könntet ihr auch Kichererbsenmehl nehmen. Die meisten veganen Rezepte sind mit Kichererbsenmehl. Ich nehme in diesem Fall Lupinenmehl, aber nur ein bisschen drin, einfach nur, weil ich das gelesen habe. Und das wären jetzt irgendwie 3-4 Teelöffel gewesen. Viel interessanter, und das hat mein Sohn irgendwie so klasse gefunden, ist einfach Vollkornweizenmehl, 10-12%. Weil wenn da nur dieses ganze Weizenkleber-Eiweißgedöns drin ist, dann wird die Masse auch sehr fest. Meine Lieblingsküchenhelferin ist eigentlich eine Kaffeemühle. Kann man hier einmal reinsehen, das ist so eine Kaffeemühle mit einem Schlagwerk, total easy. Und da kommt jetzt ein bisschen was von der Brennnessel rein. Also nicht ein bisschen was, sondern durchaus schon einiges. Von den ganzen Gewürzen, die ihr kennt, die irgendwie in eine Wurst reinkommen, ist das Wichtigste, und haltet euch jetzt echt fest, also von dem, was ich jetzt gesagt habe, von Koriander, Kardamom, Piment, Kreuzkümmel, Kümmel und so weiter. Was ist das wichtigste Gewürz, um diesen Fleischgeschmack zu machen? Wir haben das selber in mehreren Experimenten mit meinen Söhnen, mit Kollegen, mit Nachbarn ausprobiert. Und das totale Aha-Erlebnis war immer, es ist einfach der doofe Knoblauch. Der Witz daran ist, Knoblauch ist eigentlich das ultimative Gewürz für den Fleischgeschmack. Also ich meine, wer kein Fleisch möchte, der isst halt kein Fleisch. Aber wer irgendwie die Geschmacksgewohnheiten von früher hat, dessen Geschmacksgedächtnis ist eigentlich nur angeflanscht an Knoblauch und gar nicht an Fleisch. Gerade mal einen flach gefüllten Teelöffel Knoblauch tun. Mehr nicht, also Knoblauchpulver. Ganz wichtig dafür ist, wir haben jetzt mit dem Knoblauch haben wir irgendwie eher so einen schwefligen Geschmack drin, und den müssen wir wieder konterkarieren, also zurückholen mit dem Muskatnuss. Muskatnuss ist in jeder Wurstmischung drin, und von dem Muskatnuss packen wir jetzt in diesem Ensemble auch irgendwie nur so einen ganz flach gehäuften Teelöffel Muskatnusspulver rein. Für unsere Wildpflanzen, Kräuter, Currywurst ist natürlich die Brennnessel. Die haben wir hier eben gerade schon reingepackt. Wir werden die jetzt mit etwas kombinieren, was hier auch noch rein muss. Das ist nämlich Koriander. Von dem Koriander nehmen wir jetzt noch einmal so einen gefüllten Teelöffel dazu. In Klassiker in der Wurst auch noch einen Teelöffel Senfsaat reinmachen. Senfsaat ist das, was der Bauer auch als Zwischensaat sät. Oder was einfach irgendwie Grundbestandteil eures Düsseldorfer Löwensenf ist. Und so seht ihr, ist es jetzt schon irgendwie relativ klein geworden. Und so geht das jetzt hier rein in unsere Gesamtmischung. 3 Esslöffel Öl rein auf diese Masse.
Denn direkt das gekühlte Wasser, den werden wir jetzt einmal kurz durchmixen. So, dann einmal kurz schauen auf die Konsistenz. Ihr seht, das ist jetzt so krümelig geworden. Völlig in Ordnung. Gelegenheit, einmal kurz zu probieren. Gewürz völlig in Ordnung. Ach du Scheiße, und was haben wir vergessen? Die Zwiebeln. Die Zwiebeln. Wir haben jetzt irgendwie eine super gute Masse. Wir haben noch ein bisschen was dazu getan, weil ich etwas mit dem Salz übertrieben habe. Das Eiswasser, das sollten wir immer verwenden, damit das Eiweiß nicht so schnell koaguliert. Das tun wir jetzt auch wieder rein. Aber wir haben ja komplett unsere Zwiebeln vergessen. Und deswegen tun wir die Hälfte der Zwiebeln jetzt auch hier rein. Also. Und das war's auch schon. Hier ist die Masse fertig. Deswegen packen wir das jetzt hier alles einmal rein. Es gibt zwei Varianten, wie wir die Würste machen. Einmal, wir machen die in dem Dampfgarer. Dann machen wir die in einer solchen Form, weil da ist es auch ziemlich wässrig und da können wir nicht noch mit zusätzlichen Schichten arbeiten. Deswegen müssen die diese kleine Form. Oder wir können die in dieser Form machen. Dann hätten wir auch sozusagen eine Pseudo-Wurstpelle drumherum. Die wird aus Reispapier gemacht. Das sieht jetzt hier so ein bisschen künstlich aus, aber wenn es einmal eingeweicht ist, und das werden wir gleich tun, dann kann das diese Wurstpelle machen und das ist nachher sehr, sehr schmackhaft. Dazu nehmen wir uns einmal kurz etwas von diesem Brät. Wer hat das eigentlich Brät genannt? Ja, das ist einfach diese Wurstmasse. Ob die nun fleischlich oder vegan ist, ist auch egal. Man nennt die halt einfach Brät und das ist das, was aus dem Fleischwolf herauskommt. Da ich die jetzt hier nur informationshalber haben möchte, mache ich hier auch irgendwie nur zwei Würste draus. Kann man mit zufrieden sein oder auch nicht. Ganz einfache Sache, Instant Pot, mein absoluter Liebling. Unten ist eine kleine Pfütze Wasser. Das geht jetzt hier so rein. Und das ganze Ding wird dann, beep, 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 sagt er. Ich gehe hier auf Steam, also Dampfgaren, und gehe irgendwie hoch auf 30 Minuten. Aber wir brauchen noch diese Wurstpelle, damit es nachher so aussieht wie an so einer Wurst wie hier. Für eine Wurst zu machen, müsst ihr die natürlich einmal teilen. Eine scharfe Schere ist da euer Freund. Das lässt sich schneiden wie Plastik. Ist aber kein Plastik, ist richtig gut. Also wir nehmen einmal diese Haut aus Reispapier. Seht ihr mal, wie wunderbar flexibel das ist. Wir nehmen hier von unserem Wurstteig, den packen wir auch kurz, so als ob wir irgendwie Pizza-Pasta rollen würden, ein Stückchen ab und rollen das so kurz ein. Und hier das eben gerade anheben. Hebt dieses kleine Häutchen da drüber und kann dann hier, so als ob man Sushi rollen würde, das einmal rollen und kann das hier so platt rollen, so dass auch, wenn ich das bis zu den Enden nicht gefüllt habe, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, das quillt nicht hier explosionsartig raus. Ne? Also ihr könnt das wirklich auseinanderdrücken, so dass die ganze Wurstpelle, also die Reispapier-Wurstpelle, gefüllt ist. Ja, und seht ihr mal, so einfach ist es, eine vegane Bratwurst zu machen. Der große Vorwurf, den wir uns irgendwie immer
anhören müssen, ist irgendwie, mein Gott, ist das kompliziert. Mein Leben war davor irgendwie so einfach. Nur 1 Kilogramm Rindfleisch kosten einfach 30.000 Liter Wasser. Denk mal drüber nach. Das geht doch relativ schnell, den Regenwald oder sowas zu retten. Das tut noch nicht mal weh. Dafür wird alles mit Öl überstrichen. Wir haben hinten schon den Ofen angeheizt, damit dieses Reispapier auch nicht komplett austrocknet und schön knusprig wird und das Innere der Wurst auch seine ganze Feuchtigkeit behält. Ihr wisst ja, Würste sind fettig, stirbt man nicht davon, nur halt ein bisschen später, aber dafür sind sie lecker. Und das ist bei veganen Würsten genauso, Fett macht Spaß. Zu einer guten Currywurst gehört natürlich auch die originale Currywurstsoße. Dazu gibt es irgendwie ganz viele Mythen. Es gibt manche Leute, die machen das irgendwie ganz spezial mit Cola. Einfach Cola, also Cola und ein bisschen Marmelade drin und natürlich ist auch noch Tomate und alles andere. Ich komme da im Detail gleich dazu. Da wir hier in Naturgarten in Duisburg uns natürlich auch vor allem darum kümmern, die Sachen natürlich zu machen, wäre irgendwie Cola für uns irgendwie nicht die Wahl, aber Naturgarten-Cola ist die Wahl. Das ist irgendwie etwas Ähnliches, es ist auch irgendwie ein bisschen bitter. Es ist sozusagen der Almdudler der Nation, der Almdudler aus Duisburg vom Ruhrpott. Das ist die Cola, die ihr trinken könnt und davon machen wir ganz wenig rein, weil die hat es wirklich in sich. Die Tomaten, die haben wir irgendwie ganz schnell geschnitten. Die müssen jetzt für sich so ein bisschen was anköcheln. So, die Tomaten, sie sind jetzt auch irgendwie schon schön reduziert. Die ganzen Bestandteile haben sich irgendwie aufgelöst. Also wir haben irgendwie die ideale Tomatensoße. Und jetzt geht es darum, irgendwie die Spezialzutat dazu zu machen. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen was fake, aber es kommt wirklich Marmelade rein. Wir machen irgendwie bei so 2 Tomaten, das sind Roma-Tomaten gewesen, machen wir jetzt auch 2 Teelöffel Marmelade rein. Ihr seht, das wird schon ganz gut und jetzt kommt der Punkt, wo wir die gerösteten Zwiebeln dazugeben. Die machen den ganz besonderen Geschmack unserer Currywurstsoße aus. Und dann machen wir unsere Wildpflanzen-Cola und zwar ganz wenig davon rein. Deswegen kommt hier nur Tröpfel. So 2-3 Esslöffel rein und das war's dann auch. Insofern, diese Cola, die kann ich jetzt selber trinken. Aber die kommt da nicht rein, weil wir machen ja jetzt hier die Premium-Currysoße. Und zu der Premium-Currysoße gehört natürlich auch Paprika. Von der Paprika auch irgendwie kurz so 2 Teelöffel. Ganz zum Schluss kommen die scharfen Gewürze, also noch ein bisschen was an Pfeffer rein. Das war's schon. An Curry tun wir gar nicht viel rein. Gerade wird es so heiß, deswegen nehme ich das schon mal ein bisschen was ab, dass es nicht zu heiß wird. Das kommt ja dann am Ende des Tages rein, also wenn du die Currywurst anmachst. Das ist einfach irgendwie dieser typische McDonald's-Geschmack ist und den verkoste ich jetzt einmal kurz, ob das wirklich der Fall ist. Und ich sage, wunderbar, so kann man es essen. Ich liebe es. Hier haben wir quasi
die Silikon-Variante, auch wenn sich das jetzt eklig anhört, aber es ist Silikon ohne Bisphenol A und es ist völlig geschmacksneutral. Also kann man durchaus mit leben. Einmal kurz verköstigt. Ihr seht irgendwie hier, kann ich mit leben. Mein Sohn findet die irgendwie total genial, weil die so ein bisschen fester sind in der Konsistenz. Wir haben jetzt hier sozusagen die Dampfgarerwürste und jetzt kommen die Ofenwürste. So, und da sind sie auch schon. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, allein von der Konsistenz her schon, das ist alles durchgegart und verhält sich quasi fast wie Fleisch. Und dabei ist es veganes Fleisch. Also, let's braten! Also das sozusagen in der kleinen Variante. Ihr wisst das, in der Pommesbude wird das auch gemacht. Da macht man auch mal was mit der Schere. Hier gibt es jetzt die Currywurst in Kleinversion. Schwupp! Ich nehme mal einmal so einen Kameraden raus. Kommt das auch durchaus klar? Hier haben wir jetzt die eine Variante. Currywurstdose, die wir ja gerade zubereitet haben, einmal kurz übergossen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, weil ich gehe jetzt an die Kamera und meine beiden Kamerakinder dürfen jetzt einfach genießen. Also mir schmeckt das tatsächlich beides gut. Die Soße fände ich jetzt ein bisschen zu fruchtig, aber das ist Geschmackssache. Ich habe es gern scharf. Geht mir genauso. Von mir aus könnte auch noch viel mehr Knoblauch drin sein. Ja. Und Paprika, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob Paprika mit oder ohne Reispapier, ich bräuchte das glaube ich nicht. Ich finde das hier sehr gut, dieses Knusprige, obwohl das andere ist jetzt auch sehr, sehr okay. Also genauso okay, ja, halt eben. Anders, aber ja. Genauso. Also ich wüsste jetzt wirklich nicht, was besser wäre. Und normalerweise ist ja das vielleicht mehr so Shibatsushi-mäßig. Currywurst ist ja normal auch nicht so scharf, nicht so knusprig. Mehr so fluffig. Würde ich kaufen, würde ich auch normal als Currywurst. Kannst du auch jedem Fleischesser unter die Nase reiben, wird er nicht merken. Ja, dann lieber vegan. Doch, gelungen, hat sich gelohnt. Und die Currywurst hat auf jeden Fall ihre ersten Meriten gewonnen. Also unsere Naturgarten Duisburger vegane Currywurst. Insofern bleibt verbunden mit uns, dem besten Kochkanal hier in Duisburg, weil hier schreiben wir Geschichte, hier machen wir etwas, was vielleicht irgendwie auch unser Klima verändern wird, was Bolsonaro aus seinem Amt vertreibt, weil wir essen das Soja, bevor es in den Futtertrögen unserer Schweine und Rinder landet, weil wir können das einfach besser und wir sind Leckerschmecker. Insofern gebt nicht auf da draußen, kocht was Schönes, zum Beispiel für eure Freundin und bleibt unserem Kanal treu. Ciao, ciao, bis demnächst.